Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Arsch. Ja, Feld Nummer 18 ist nun fertig. Werde ich nun gleich weiterfahren und zwar Richtung Feld Nummer 1. Dazu starten wir den Drescher und wir fahren mal gleich ein Stück weiter vor. Dann haken wir mal aus. Mal tiefe Runde. Ne? Und dann geht's. Hinten anhängen, so immer ein Rohr einfahren. Jetzt können wir es machen. Das ist X ja EO für den Drescher blockiert, ne? Dann nur ein Drescher dran ist, ne? Wir mal umspringen müssen auf Drescher. So, jetzt geht es Richtung Feld Nummer 1. Dann immer noch Feld Nummer 13 ernten. Das werden wir auch noch machen. Hier werden wir gleich Stroh pressen. Dann neigt sich auch die Weizenernte und Gersteernte bald zum Ende entgegen. Ne? Also, wir haben heute früh angefangen, also im Ingame um 6, 7 in den Dreh. Was kann ich nur genau, ich war heute früh und fast durch, am ersten Tag. Staune ich selber. Wir haben jetzt früher Sommer. Und was gucken, ob was funktionieren würde. Ob Mais noch gehen würde. Theoretisch. Nee. Also praktisch wäre das so, wenn man es wollte, nur zum Häckseln würde es vielleicht gehen bis im Herbst, dass es da entsprechend noch wachsen würde, wenn es nicht so trocken ist. Ne? Hier im Spiel mag es vielleicht funktionieren, trotzdem. Aber im reellen Leben wäre das so, wenn das zu trocken ist, hat auch Mais keine Chance zu wachsen. Im Grunde braucht die Frucht gleich nach dem Aussaat Regen. Über mehrere Wochen leichten Regen immer wieder, ne? Dass da entsprechend genügend sich Wurzeln bilden können. Ne? Wenn der Boden geschlossen ist und die Verdunstung nicht mehr so groß ist und die Wurzeln tief genug sind, dann kann es sein, dass durch Restfeuchte meist trotzdem noch gut wachsen könnte. Aber wenn es trocken ist, ist es trocken, ne? Dann war doch nichts. Aber hier ist es so, laut Ziesend ist es nicht mehr möglich, dann geht es auch nicht. Ne? Ich meine, theoretisch. Nee, ist Quatsch. Er wird auch zu spät, ne? So, Feld 1, und gleich mal beginnen. Dann haben wir noch einen für ein Haferfeld und zugekauft. Das machen wir dann auch noch irgendwann mal. Ja, heute ist für mich Folge Nummer 3. Ich wünsche euch allen einen schönen Wochenstart. Ja, jetzt habe ich, wie ihr oben seht, ist es fast 14 Uhr, also genau die richtige Zeit. Ja, ich habe schön ausgeschlafen, ich habe Mittag gegessen, ich habe ein bisschen Fernsehen geschaut und nun meine Folgen auf für die Marsch. Kursgenerierung. Feld 1, zwei Vorgewände kurz generieren lassen und das speichern wir gleich ab. Feld 1, Ehren, Getreide. Meter. Und Action. Lassen durchziehen. Er braucht bei er. Also Dresche. Das ist eine Dreiviertelstunde. Er braucht noch einen Abfahrer. Das ist Feld Nummer 13. Das machen wir auch gleich. War der Kurs hier eingegeben? Ich glaube nicht. Nö. Da müssen wir löschen. Dann fährt er Richtung Feld Nummer 12. Das ist ja Quatsch, ne?
Hier machen wir ein Fahrzeug. Vorwände machen wir zwei. Das ist eigentlich besser. Wegen dem Deich hier oben, ne? Sechs Wendung ist das günstiger. Generieren. Zurück. Und einstellen. 48, das ist ein bisschen. Ja. Da ist hier. Immer mehrere Fahrzeuge, ne? Stroh. Gerste. Wäsche. Stroh. Kalk. Ich glaube, die 17 wollte ich kalken. Weizen. Nur weil mir fällt ein ziemlich Weizen ist. Werden wir gleich mal einstellen. Werden wir gleich mal auf Feld 1 umstellen, ne? Sonst. Ich glaube, der ist auf der 18. Und der ist auf der 13. Ballon kommt da. Hab schon mal da vorne steht. Ich nehme mal den Fett und fahre in Richtung Feld Nummer Hof zum Leer machen und dann Richtung 13. Ob der mal zurückfährt, ich weiß es nicht. Auf die Straße. Hier sollen ja gepresst werden überall. Dreifach, zwei Pressmaschinen. Aber erstmal nur die ganzen Fahrzeuge in Gang kriegen, dass die Ernte läuft. War auch Feld 13 die erste, ne? Da war die erste. Dann können wir den gleich nehmen. Ja, einer macht die erste, ja, genau. Ja, wenn der Part erledigt ist, da kommt bald wieder Gras, ne? So. War jetzt mal auf 1 gewesen. Hier haben wir auf 13 einstellen. So. Der hat gedüngt. Und das macht der Helfer, weil der Helfer geht ganz gut bei den Feldern. Entschuldigung. Aber ich brauche ein Vorgewende. Und Vorgewende habe ich bereits gefahren. Mit Kursplay. Ja, der hat hier Weizen. Mal gucken, wo der andere hier ist. Hier. Der erste, das passt genau. Ist schon mal unterwegs. Ich fahre immer zu hoch, nutzt ja auch nichts. Die fahren wir da oben rüber, ne? Denn müssen wir so alle weg. Der Strom muss sehr hart sein, muss ich feststellen. Ich glaube, mein Stuhl nicht
simuliert, ne? Jetzt hätte ich Goldprobleme. Dann müsste ich mich krank sein lassen. Beim Arzt, Berufskrankheit, Bauer. Das wäre äußerst. Dann fragt er warum. Ja. Zu viel Traktor gefahren. Oh. Ja, zu Hause. Simuliert. Scheiße, ne? Ungünstig. Doch, gibt es keine Krankheit für. Schon gar keine Berufskrankheit. Es sei denn, man kann mit Geld verdienen. Dann könnte man es vielleicht machen. Ja, okay. Aber ob das je reichen wird, ich glaube es eher nicht. Müsste so ein Schicksal kommen und dann ein Schlag. Ne? Ja, aber das wird nicht kommen. Hier kriegen wir Schnee im Mai. Wenn da keiner fährt, muss ich es einstellen. Der andere wird irgendwo anders stehen. Der Deutsch ist leer, sehe ich gerade so. Dann packen wir den mal rechts ein, hier vom Hof, ne? So, und... Dann übernehmen wir den mal hier, Bursche. 13 war nicht, 1. Hof. Feld 1. So. Dann können wir mal rausfinden, wie viele heute wir auch geändert haben, ne? Wäre mal interessant, ne? Gerste ist ja fast durch. Weizen. Naja, kann auch nicht mehr viel sein. Parken wir oben ein. Eine lange Garage. Erstmal. So, passt nur eine hin. Den Lexikon, den werden wir auf der Karte Feld 50. Oh je, so weit zu fahren. Naja, nutzt ja auch nichts, ne? Ich hab's gekauft. Ja, da fährt es ja hinten besser, also hinten rauf. Die Rampe. Ungünstig. So, beide Fahrzeuge haben nur einen Ablader, also Überfahrer für die Frucht. Der will nicht. Kommt später ab. Tag. Der Traktorist. Komm weg. Müssen so einen simulierten Funk haben, ne, von Autoreife, dass sie einem Prinzip das Sprechen zusprechen können hier. Ob das technisch machbar wäre? Rein theoretisch ja, geht alles. So, Feld Nummer 14 heißt es. Wenn wir mal gucken auf der Karte. 50, das ist am äußersten Ende. Erstmal Richtung Süden. Oder? Ja. Geht nicht von aus, ne? Ja, hier ist die
dreht die Ernte weiter. So wie bei Euro-Truck-Simulator, wo rechts und links auch ein paar Felder sind. Ne? Ob die Brücke schon fertig ist, fällt mir gerade so ein. Drüberfahren können wir sicherlich schon. Meine Pappeln, die wachsen, brauchen lange. Ob ich die mal ernten kann, wer weiß. Wahnsinn, wie es weitergeht. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein, für die heutige Mutterfolge. Dann wünsche ich noch allen einen schönen Resttag. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Wer auch lange geblieben ist, ne? Und tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier, der Marsch, mit der Ernte. Wahrscheinlich mit Hafer. Tschüss.